Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Das Licht tritt dann eine weite Reise an, von Tel Aviv mit dem Flugzeug nach Wien und von dort weiter nach ganz Europa. Auch bei uns in Deutschland verteilen Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht. Mit dem Zug, dem Auto und zu Fuß. Das Licht ist ein Symbol für Frieden und Verständigung und wird an über 500 Orte in ganz Deutschland gebracht. Auch in Berlin verteilen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht in der ganzen Stadt. So steckt in jedem Kerzenlicht ein Funke aus Bethlehem, der schließlich auch im Familienministerium ankommt. Das Friedenslicht soll ein Symbol für Frieden und Vernetztheit in der ganzen Welt sein, dass jeder Mensch eigentlich für den Frieden am besten ist, und es soll ein Symbol sein, dass die Welt mit Frieden ein besserer Ort ist. Im Familienministerium war es sehr schön, dass hier sehr viele Kinder und Jugendliche da waren, dass hier mehr Trubel war und dass hier viele Menschen es mitbekommen haben. Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, schöne Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, kommt gut ins neue Jahr, und dann hoffe ich, dass 2017 friedlicher wird, als es 2016 war.